Ich beiß in diesen Apfel und wurde eine Waffe. Mein Charakter wurde verschüchtert zu einer fetten Kante. Die Frauen wurden nüchtern, begrüßen mich mit Schade. Ich sag, ich heiße Shade, doch gerade spielt mein Name keine Rolle. Ich spiel ein Spiel, was die meisten nicht mal kennen. Sie wissen erst, was sie erwartet, wenn die Lichter sie verbrennen. Und alles, was ich anfasse, wird auf einmal Gold. Auch wenn ich nachts nicht schlafen kann durch Paracetamol. Komm, du musst nicht viel tun, viel mehr macht der Erfolg. Du hast Macht und das macht noch mehr aus deinem Stolz. Du wolltest alles haben, jetzt hast du sogar mehr als du erträgst. Mehr als dieser Wunsch bei deinem allerletzten Gebet. Und die, die dachten, dass er fällt, sehen ihn stehen in verschiedenen Szenen. Es wirkt, als würde er leben, mehr als sie erleben. Aber der Schein trügt eher das Gegenteil. Ist die Wahrheit, doch sein Teil trägt jeder dazu bei. Ich sammle diesen Apfel an und biss einmal hinein. Und dieser Biss hat auch gereicht, um meine Seele in einen Streit zu verwickeln, der jetzt bleibt. Sie wollen beide diese Einsamkeit fangen, die mein Leben jetzt bestimmt, sie sind gefangen. Und ich begriff, dieser Apfel ist kein Fluch, eher Segen. Du kannst jetzt mit Leuten reden, die dich trotzdem nicht verstehen. Du wolltest kommen und diesen Leuten doch was erzählen. Wo ist das Problem? Hier ist dein Weg durch einen Biss in diesen Apfel. Maschinen ziehen Decken auseinander, dreimal brennt das Licht auf diese Person, die schon fast an Selbstbilder zerbricht. Sie ist kreiert und kreativ, ausgestattet mit HTC statt Schreibblock, trotzdem Rechner, kein Plan, von Mathe gefesselt an den Chefjob. Sein Beruf, lachen Gedanken, verschließen diese roten Augen. Seine Welt sieht anders aus, doch nicht wie durch Koma saufen, eingeschlossen Kartenhaus. Joker ist bei ihm zu Hause, Schatten, die ihn Kräfte rauben, trotzdem muss er ihm vertrauen. Alles was er hat, ist ein Publikum in diesen Augen. Blick sind sie gerade alles was er braucht, Fußballspieleraugen. Trotzdem denkt er oft, könnte ich zurück. Diese Leben laufen immer auf diese eine Leine hinaus. Großer Lebenstraum. Kämpfen sehr viel Bluten und für öfter denken. Ich halte nur Dreck in meinen Händen statt den glücklichen Momenten. Statt dem Frühstück viel mal pennen. 16 Uhr beginnt das Leben. Denkt noch Rapper seines Baba. Doch bald werdet ihr auch hier ich stehen und sagen. Ich sammle diesen Apfel an und biss einmal hinein. Und dieser Biss hat auch gereicht, um meine Seele in einen Streit zu verwickeln, der jetzt bleibt. Sie wollen beide diese Einsamkeit fangen, die mein Leben jetzt bestimmt, sie sind gefangen. Und ich begriff, dieser Apfel ist kein Fluch, eher Segen. Du kannst jetzt mit Leuten reden, die dich trotzdem nicht verstehen, du wolltest kommen und diesen Leuten doch was erzählen. Wo ist das Problem? Hier ist dein Weg durch einen Biss in diesen Apfel.